Vitalion führte unsere Truppen weiter gen Norden über die Grenzen unseres Reiches hinaus bis ans Ende der Welt. Wir kämpften gegen Krieger, die mehr Tier als Mensch waren. So fürchterlich, dass selbst Raums Elite-Legionen sie nicht befrieden konnten. Oswalds unheilvolle Worte verfolgten uns, als wir immer tiefer in die unerbittliche Dunkelheit marschierten. Gehörnte Männer aus uralten Zeiten hausten dort. Von denen, die sich dorthin wagten, kehrten nur wenige zurück. Diese Festung, Glott Sprung. Angeblich ist es ein Tor direkt zum Hades. Ein Ort voll Feuer und Tod. Ich fürchte, das, was hier am Rande der Welt passiert, auch Rom selbst bald erreichen wird. Konstrukteure, weicht die Fälle ein. Antonius die Stränge. Otto, sicher die Balken. Wir rücken zur 10. Stunde aus. Ja, Herr. Okay, dann müssen wir jetzt hinter die Wir Welle. Werden Commodus retten. Weidenmänner errichten sie nur für ihre wichtigsten Opfer. Er muss sich hier befinden. Wir greifen in tiefster Dunkelheit an. Hält mir nicht. Lol, ich hab ihn gerade geschlagen. Okay. Dann. Was? Das hier? Das ist ein Totem. Das ist einfach nur ein Weg. Aber was meinst du jetzt? Das ist eine sehr, sehr ekelhafte Landschaft. Hörst du das? Hör der Wind. Da drüben. Es ist nur ein Hirsch. Nur ein Hirsch. Junge, weißt du, die laufen ja ganz hinten. Hilfe, 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 ich hab ganz doll Angst. Junge, er hat doch jetzt die Schnauze. Warum kommst du denn nicht raus und kämpfen? Mach schon. Wovor hast du solche Angst? Wir sind Römer. Wir sind die 14. Richtig. Irgendwas wird uns gleich sowieso angreifen. Da bewegt sich was. Es ist in den Nebel gerannt. Ich hab's gesehen. Irgendein Tier auf zwei Beinen. Ruhe, Männer. Da hätten uns schon längst angegriffen, wenn sie könnten. Nein, sie sind klug genug, uns zu fürchten. Im Laufschritt, Männer. Im Laufschritt. Ich renne. Okay, ich habe jetzt so ein cooles Cape an. Ich weiß nicht, das hatte ich vorher noch nicht an, oder? Das habe ich jetzt erst an. Super cool. Halt! Ich kundschafte voraus. Okay. Hier ist nichts, okay. Ich dachte, irgendwas muss hier doch sein, was so abgelegen ist und so ein bisschen rumgeht und so. Das ist ja... Herr, habt ihr etwas gesehen? Nein! Da will ich nicht drüber gehen. Er geht doch mit allem Mann drüber. Warum nicht? Okay, da sind jetzt viele böse Männer. Viele. So. Was? Also, oh nein. Ich weiß, wer Gott ist. Das habe ich gerade schon gesehen, aber scheiß drauf. Und Y. Und ich werde jetzt vielleicht. Das war ein neuer Move, ne? Das war gerade echt ein neuer Move. Neuer Finisher-Move. Komm! Ich greif dich dann halt an. Okay. So, und Y. Und X. Und nochmal X. Ist das jetzt ein neuer Move gewesen oder nicht? Oh! Richtig, deswegen wurde auch gerade einer getötet. Ich hab gerade vorhin den Ohrwurm, ja? Nein! Oh Junge, dieses Rollen klappt gar nicht in diesem Spiel.
Entschuldigung, aber das kriege ich hin. In diesem Spiel kriege ich das nicht hin. In jedem anderen Spiel kriege ich das hin. Erhebe dich, Sohn Roms. Dein Reich braucht dich. Steh auf. Okay. Und das war gerade im ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Scheiße, ich hab's vergessen. Ich wollte gerne einen Groot sagen, aber das ist einer aus Marvel's of the Universe. Oder wie der Film hieß. Ich hab den geguckt auf jeden Fall. Der war gut. Tut den euch an. Ich muss meine Männer finden. Okay. Ich muss jetzt erstmal weiterlaufen. Ich komm nicht hier hoch. Das sieht so irgendwie aus. Und da ist eine Sehenswürdigkeit. Eine Sehenswürdigkeit. Das ist ja toll, das finde ich geil. Eine Sehenswürdigkeit. Okay, das sieht ja nicht schlecht aus. Zack. Guck mal. Ein Männchen. Hier haben wir nochmal sehr, sehr sexy 2D-Gras. Und mein Auge juckte. Scheiße. Oh, Junge. Weißt du, es fängt gerade an, mein Auge zu jucken auf einmal. Hier komme ich wieder raus, ne? Nein, doch nicht. Legendäre Treffer. Auf einmal kommt so ein scheiß Viech da raus aus dem Boden. Ach, Junge. Weißt du, nervt doch noch mehr mit den Scheiß. Ey! Nervt noch mehr mit den Scheiß fallen, okay? Warum haut er aus Feuer? Warum haut er ehrlich aus Feuer? Aua. Okay. Okay, so klappt das doch. Aber wenn du gerade in Anfall, wenn du gerade mit einem Angriff bist, mit mehreren Typen, dann klappt das überhaupt nicht mit den wegjumpen. Das ist richtig blöd. Irgendwie. Okay, und der macht einfach gar nichts. Oh, eins, zwei, drei. Okay, das blockt er dann. Zack. Zack. Eins, zwei. Okay. Das war jetzt nicht allzu schwer. Komm. Muss man jetzt mal sagen, dass es nicht so schwer war. Okay, ich kann auch sagen, es war nicht so schwer, aber das war ja schon peinlich, nicht schwer. Ja. Das war schon fast an der peinlichen Grenze, wo das nicht schwer war. Hier muss ich, glaube ich, gar nicht landen. Weißt du, ich laufe erstmal den komplett falschen Weg. Scheiß drauf. Es kann nur sein, dass ich irgendwas übersehen habe, aber das hoffe ich mal nicht.
Wir haben ja schon vieles übersehen. Wie man sieht an den Chroniken und so. What the fuck? Alter. Die scheiß Untergrundviecher. Was sollte eigentlich darstellen? Aua. Guck, im Kampf funktioniert das nicht so gut. Aber, naja. Da gibt es natürlich welche. Manche Spiele, die haben das gar nicht drin. Also auch so welche Spiele, wo man einfach nur dieses eine Ausweichen gibt. Ah, das ist ja klar, gut. Aber es gibt natürlich auch Spiele, wo es perfekt funktioniert. Möchte ich mal so andeuten. Zum Beispiel Dark Souls. Das ist ja eigentlich das Hauptbestandteil des Spiels, um irgendwie vor welchen wegzukommen. Ja, schlecht, scheiße. So. Und, ja. Nein, boah, das könnte ich blocken, weil. Guck mal, da hat das funktioniert. Und mit dem, der ist tot. Oder, ey, den konnte ich auch blocken. Lol. Warum kann ich jetzt auf einmal alle blocken? Das ist doch super geil. Scheiße, den habe ich verkackt. So, und X. Hier, der hat einen Bart, Leute. Der hat einen super tollen, sweet Bart. Und Y. Und X. Ey, das war perfekt. Nein, ich hab... Oh Mann, ich wollte XP nehmen. Ich nehme jetzt die ganze Zeit XP bevor... Oder... War da was? Nein. Nach dem Kampf. Aber bevor ich halt kurz sterbe, dann wechsle ich noch um. Hier wollen mich welche. Ich suche aber gerade irgendetwas zum Werfen. Zum Beispiel hier. That is what I want to do. Zack, du bist jetzt tot. Zack, du bist jetzt auch tot. Du bist sowieso tot. Aua. Ist hier noch einer? Da ist noch einer. Boah, die haben mich getroffen. Fuck. Haben gerade welche ihr Horden geblasen. Oh, die kann ich so werfen. Cool. Oh, die kann ich umwerfen. Toll, toll, toll. So, ich habe jetzt wieder Tausende mitgenommen. Hier geht's nicht runter. Aber hier geht's jetzt wahrscheinlich runter, ne? Ja. Das ist doch toll. Was hier? Bisschen. Paar Stämme. Hier ist noch so ein ekelhaftes Viech, was noch atmet. Auch wenn es tot ist, atmet's noch. Hier auch. Okay, das hätten die anders machen können. Ich denke, dass sie nur atmen, weil, oder? Das ist bei mir auch. Bei meinem ist das gar nicht. Das ist so. Beim Atmen Dingsen ist. Naja, das Feuer ist auch nicht so das Wahre. Aber das Spiel macht Spaß. Das Spiel sieht auch insgesamt so schön aus. Nur ist wieder ein bisschen unkomprimiert, komprimiert. Ein bisschen unkomprimiert und ein bisschen groß gemacht. Also meine ich jetzt das, die Aufwendigkeit für den PC. Klar ist eine super schöne Grafik, gerade das hier und gerade der Charakter ist auch sehr, sehr schön. Aber da ich habe jetzt gar keinen schlechten PC, möchte ich jetzt auch so sagen. PC-Specs haue ich jetzt nicht raus, weil ich weiß nicht alle. Ich glaube, ich habe eine GeForce GTX 660 overclocked Grafikkarte. Dann Mainboard so ein Gigabyte H77. Also insgesamt ist der PC schon nicht schlecht. Götter sich unser Erbarmen. Und deswegen dürfte mein PC das doch wohl locker ziehen, weil er hat Crysis auch gezogen. Und ich finde, Crysis hat eine ähnlich gute Grafik, oder hat sogar so eine gute Grafik wie Son of Rome. Würde ich behaupten. Und X. So. Weil Crysis ist auch nicht gerade so, so der ekelhafte Hammer-Spiel. Was? So der ekelhafte Hammer. Ja, so der ekelhafte Hammer, ey. Okay, er ist gestorben. Und nochmal schön in den reingeben. Das sollte nicht so sein. Ach, du bist ja in einem Käfig, das wusste ich ja nicht. Aua. Was, die sagen mir auch noch, wo die sind.
als wenn ich das nicht sehe, dass ihr hinten im Käfig seid. Und X. Ah, scheiße. X. Weiß ich, sag X und drück Y. Ich bin super gut. Oh shit. Und ich muss jetzt Leben kriegen. X. So. Ach, die. Das kann ich wegblocken oder wie? Und nochmal X. Kriege ich jetzt hier Gesundheitszuwachs? Ich habe Fokuszuwachs gemacht. Kein. Oh, ich Idiot. Okay, das ist blau. Also mit X. Kein Problem. Na los! Ja! Locker bleiben, ey. Ich will jetzt mal leben. Kann ich mir davon was snacken oder so? Oh, das ist ein Brut. Nein, kann ich nicht. Er nimmt seine Sachen auch noch gut. Und dann hier lang. Warum sind da explodierende Fässer? Genau. Stell dich vor mich. Okay, jetzt aber. Fuck. Ich hab den dann entwaffnet. Ich guck mal, was hier ist. Hier muss irgendwas sein. Da. Ploppt zwar. Ist zwar ein bisschen sehr, sehr spät aufgeploppt, aber man hat es ja noch gesehen, deswegen Schriftrollen. Alle Männer fürchten meine Axt. Und aus gutem Grund. Ihr Schaft wurde aus einem alten und heiligen und einer heiligen und heiligen aus einer alten und heiligen Eiche gefertigt. Die drei unglückliche Unglück überstand. Okay. Ich weiß, dass sie überstanden hat, aber überstand, habe ich jetzt gesagt. Die Druiden sagen, solange sie ihre tägliche Menge Blut was? Tägliche Menge Blut? Die tägliche Menge Blut ist 5 Liter. Wird sie auf ewig scharf und tödlich bleiben. So kommt es, dass ich jeden Feind mit einem einzigen Schlag vernichten kann. Sie liebt römisches Blut und dürstet danach. Wie erfreut sie sein wird, wenn sie eine Armee römischer Soldaten an unseren Toren vorfindet. Während wir auf die Ankunft des Feindes warten, bleibt noch Zeit, ihr eigenen Vorgeschmack zu verschaffen. Bald werden die Schreie der Bauern im Tal durch die kühle Nachtluft hallen. Okay. Das ist aber eine sehr schöne Axt, muss ich sagen. Das ist aber eine tolle Axt. So. Gehen wir mal hier lang. Und hier so ein paar explodische Fässer.